Liebe Erlangerinnen, liebe Erlanger, auch heute ein kurzes Update und das beginnt mit einem Rückblick aufs letzte Wochenende. Da bin ich unterwegs gewesen, zum einen in Jena, anlässlich des Gedenken 70. Jahrestag, 17. Juni 1953, der Volksaufstand in der DDR, bin ich eingeladen gewesen, auch zu sprechen in unserer Partnerstadt in Jena zu dem Thema. Und was mich sehr beeindruckt hat dort, war vor allem ein Erlanger Zeitzeuge. Also mittlerweile ist er Erlanger. Damals, 1953, war er in Jena und hat erzählt von seinen Erlebnissen bei diesem Volksaufstand. Und ganz automatisch stellt man sich da immer die Frage, wie hätte ich mich denn verhalten in so einer Situation? Mein Tipp an der Stelle, es gibt da mehrere Infomaterialien dazu und auch Filme und Dokumentationen. Wir stellen die Links zusammen. Wenn Sie mal einen Moment Zeit haben, klicken Sie da rein und lassen Sie das auf sich wirken. Das hat ganz viel damit zu tun, wie wir Demokratie heute auch erleben und vor allem auch erhalten können. Und meine zweite Station, die ist in Berlin gewesen, bei der Eröffnung der Special Olympics in Berlin. Eine echt total beeindruckende Großsportveranstaltung für Menschen mit Behinderung. Und was ich dort gesehen habe, es war einfach die goldrichtige Entscheidung, dass wir gesagt haben, 2025, da richten wir hier in Erlangen die Special Olympics für Bayern aus. Auch das wird eine tolle Veranstaltung und echt beeindruckend, da dabei gewesen sein zu können im Olympiastadion, einmal mit einmarschieren. Auch das ganz persönlich schon ein echtes Highlight, das ich nicht so schnell vergessen werde. Zweites Thema, das mir wichtig ist anzusprechen, wir suchen im Moment wieder Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und zwar ganz speziell für Schülerinnen und Schüler. Das Projekt Die Begleiter geht in eine weitere Runde. Da werden Personen gesucht, die Lust darauf haben, Schülerinnen und Schüler zu begleiten bei ihrem schulischen Werdegang, also Unterstützung zu leisten bei den schulischen Leistungen, aber auch so ein bisschen Coaching und Beratung zu übernehmen. Wenn Sie da Interesse haben, dann melden Sie sich bei uns. Auch da finden Sie die Informationen und Links entsprechend wie immer, weil würde mich freuen, wenn Sie dabei helfen würden, wenn wir Menschen finden könnten, die dabei helfen würden, auch Schülerinnen und Schüler beim Start in ihr Schulleben und darüber hinaus auch gut zu begleiten. Und ein drittes Thema wollte ich noch ansprechen, weil es gerade rauf und runter diskutiert wird, Verpackungssteuer. Was steckt da dahinter? Die Stadt Tübingen, nicht in Bayern, sondern in Baden-Württemberg, hat so eine Steuer eingeführt auf Wegwerfverpackungen, die man so beim Imbiss bekommt oder auch beim Bäcker und hat erfolgreich jetzt eine, also dagegen wurde geklagt und die Klage ist abgewiesen worden. Die Stadt Tübingen hatte Erfolg und es ist klar, so eine Steuer darf in Tübingen und darüber hinaus jetzt auch legal erhoben werden. In Bayern stehen solche Steuern immer noch unter einem Vorbehalt. Sie müssen nämlich genehmigt werden von der bayerischen Staatsregierung. Wir wissen im Moment noch nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ganz unabhängig davon halte ich es aber für wichtig, jetzt nicht irgendeinen Schnellschuss zu machen, sondern wenn man sich mal in alle Seiten reinversetzt, mir erscheint es nicht so sinnvoll, dass es in jeder Stadt irgendeine andere Regelung dazu gibt, weder für die Gewerbetreibenden sinnvoll, noch für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern dass es, wenn es so eine Steuer gibt, die dann auch überall einigermaßen gleichmäßig erhoben wird. Deshalb sind wir jetzt auf den Städtetag zugegangen, um das dort gemeinsam zu diskutieren und wenn dann auch einen gemeinsamen Vorstoß zu machen, wie so ein Modell aussehen kann. Und ganz unabhängig davon, und da bin ich jetzt auch gespannt, die Erfahrungen aus Tübingen noch ein bisschen mehr abzuwarten, ist zu sehen, wie wirkt so eine Steuer eigentlich? Also führt die wirklich zu weniger Müll? Führt die zu einem veränderten Verhalten? Oder ist es, und auch das kann ja sein, einfach nur großer Aufwand für alle Beteiligten, sowohl für die Städte, für die Gewerbetreibenden, aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Auch da, glaube ich, gilt es noch, Erfahrungen auszutauschen. Wir sind auf jeden Fall an dem Thema dran, weil was wir alle nicht wollen, ist, dass sinnlos Müll produziert wird und auch sinnlos Müll in unserer Stadt irgendwo in den Straßen und vor allem in den Grünflächen liegt. Und wenn es da Maßnahmen gibt, was dagegen zu tun, die Müllentstehung überhaupt zu vermeiden, also was zu tun, außer wegputzen, dann sollten wir sich als Stadt auf jeden Fall damit auseinandersetzen und das werden wir auch machen.